Hey und willkommen zu einer neuen Folge von Balloon Tower Defense 6. Und so wie ihr das jetzt schon die letzten Male mitbekommen habt, spiele ich das Spiel ja eigentlich nur noch, wenn ein großes neues Update rauskommt. Und zwar ist jetzt vor kurzem für das Affenflieger Ass ein Mega-Upgrade rausgekommen. Und das möchte ich doch direkt mir anschauen. Ich habe auch gerade so genug, um das freizuspielen. Ich liebe nämlich diesen Turm, vor allem diesen Zweig da unten, der ist halt richtig krass. Goliath, Schicksalsschiff. So heißt dieses Upgrade. Nö. Und ich würde sagen, wir holen es uns. Das sieht ja von Risses. Das sieht ja, was ist mit meiner Stimme los? Das sieht ja schon richtig heftig aus. Cool. Heieiei. Mit drei kleinen... Oder schießt der kleine Schiffe? Das wäre schon heftig. Es kostet 800.000 im Spiel. Also bei einfach nehme ich an. Dann... Sollten wir das machen? Auf leicht natürlich, damit wir es schön leicht haben. Wird einfach los geht's sagen. Und wir starten ganz gediegen mit einem Wurfpfeilaffen. Ja, ja. Und dann sollten wir direkt hiermit anfangen. Hier in der Mitte ein schönes Flugzeug. Gut, das hilft uns zwar jetzt noch nicht ganz so viel, aber warte mal, kann man hier nicht... Achter. Er fliegt jetzt schöne Achter über die Map. Und dann beschleunigen wir das Ganze mal. Ich weiß noch gar nicht, wie ich jetzt vorgehen soll. Soll ich jetzt erstmal sparen, bis ich meinen Benjamin setzen kann? Dann kriege ich ein bisschen Geld und dann gehe ich auf viel, viel Geld. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Passiert denn was, wenn ich auf diese Grabsteine da klicke? Das ist eigentlich voll traurig, dass da einfach Grabsteine von Affen sind. Okay, ich kann Benjamin setzen. Den setze ich jetzt einfach mal an eine Position, wo er nicht weiter stört. So, Geld sammeln ist immer schön. Ich glaube, ich gehe jetzt hier bei dem direkt hier unten in diesen Pfad rein. Nämlich, das ist einfach der beste Pfad. Ich weiß noch nicht, ob es sinnvoll ist, diese Melonen? Nein, Ananasse. Ananasse steht ja auch da. Oh, ich bin so doof. Hier rein zu skillen. Oder erstmal einen zweiten. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal hier eine Affenplantage. Oder erstmal hier. Ein Dorf. Ja, ich mache erstmal ein Dorf, dass die, dass er da auch getarnte Ballons angreifen kann. Das wäre nämlich, glaube ich, das Sinnvollste. Und dann... Schießt schneller als normal? Ich weiß es gar nicht. Ich bin so lange... Ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt und ich weiß gar nicht, was das Sinnvollste ist. Ich spiele mit diesen Flugzeugen meistens nicht direkt von Anfang an, sondern erst später, wenn ich dann schon viel Geld habe. Affenplantage. Hier unten. Warte mal, habe ich denn einen Sammler? Warte mal, aber dafür muss ich erstmal gucken, ob da noch eine zweite hinpasst. Weil wenn da keine zweite hinpasst, dann bringt mir auch der Affensammler da überhaupt nichts. Ist, glaube ich, so gut wie... Also es ist sehr gut, wenn man so früh wie möglich... Ja, guck, der trifft die nicht. Wenn man so früh wie möglich so viele Affenplantagen hat wie möglich. So, okay, und dann unseren netten... Sammlertypen, komm. Komm her. Hier, ja. Okay. Gut, dann machen wir hier mehr Bananen, mehr Geld. Und dann hier auch nochmal mehr Bananen und mehr Geld. Dass dieses Upgrade, dass die länger da rumliegen, das ist ja total unnötig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich würde sagen, wir müssen jetzt mal upgraden, dass die da mehr schießen können, oder? Gut, schießt du mal schneller. Und ich glaube, noch schneller wäre noch geiler.
Ich kann keine getarnten Ballons angreifen. Ich kann gar nichts. Ich verschwende mein Geld gefühlt in unnötige Sachen. Schneller angreifen. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Den da auch upgraden wäre noch sinnvoller. Ich glaube, das ist das sinnvollste Upgrade erstmal. Oh oh. Bin ich jetzt des Todes? Boah. Krass. Nee, bin ich nicht, aber ich brauche irgendwas, was hier, Gott, die angreifen kann. Das ist doch nicht... damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da habe ich nicht dran gedacht. So, jetzt noch unsichtbare angreifen. Wäre auch ganz sinnvoll. Ich wollte eigentlich den nie bauen. Aber es hat einfach... Ich habe mein Geld einfach für falsche Sachen ausgegeben. So. Jetzt erstmal hier. Unsichtbare. Ich glaube, jetzt habe ich mich langsam gefangen. Nämlich jetzt kriege ich auch richtig viel Cash. So. Dann machen wir bei dir... Gehen wir erstmal in den oberen. Was macht denn der zweite hier? Achso, der macht einfach nur, dass ich... Ja, den brauche ich ja wirklich nicht. Komm, noch ein wenig. Und jetzt geht's rund. Jetzt sieht man hier ganz viele Pfeile. Oh, den stelle ich mal auf stärksten. Und dann brauche ich wirklich endlich mal was, was hier die Bleibloons zerstören kann. Aber 19.000 ist schon eine heftige Summe. Flügelaffe. Oh ja, nice. Flügelaffe bedeutet, er fliegt den irgendwie hinterher. Ich weiß zwar nicht, woher ich das habe oder warum ich dieses Upgrade habe, aber ist einfach schön. Ich glaube, dann gehe ich besser hier drauf, dass er schneller schießt. Und jetzt habe ich was für Bleiballons. Jetzt kann ich mich entspannt zurücksetzen. Und mich erstmal um mein Geld kümmern. Weil mehr Geld bedeutet mehr Geld. So, jetzt kümmere ich mich ums Geld. Und dann kümmere ich mich um die dritten Upgrades. Und dann holen wir uns doch irgendwann diesen krassen neuen Affen, oder? Ich denke, so mache ich das. Also, dann sehen wir uns gleich wieder. Nach einer kurzen Zeit von circa 30 Runden... hole ich mir jetzt endlich eins der ersten dritten Upgrades, oder wie man das sagen will, nämlich den Himmelsschredderer. Zack. Boah, der schießt ja wie blöd hier rum. Und jetzt dauert es nur noch gefühlt... Oh, das ging ja jetzt ratzfatz, dann holen wir das auch noch. Und dann holen wir uns den da auch gleich. Also, in der Zeit, wo ich erzählt habe, habe ich einfach das... Habe ich nochmal das Gleiche an Geld bekommen? Oder habe ich da einfach nicht hingeschaut? Ist aber cool, wenn man so viel Geld bekommt, während man nicht hinschaut. Ja, jetzt brauchen wir noch das und dann haben wir wirklich alle drei Upgrades. Und dann sehen wir mal, wie teuer der denn wirklich ist. Wahrscheinlich 800.000. Zack. 6. Okay. Er ist doch günstiger als erwartet. Aber 680.000 ist schon eine stattliche Summe. Aber trotzdem. Es geht ja, schneller als erwartet. Ja gut, dann warten wir jetzt kurz noch. Wir sehen uns gleich wieder. Es hat gerade mal bis Runde 103 gedauert. Und ich kann mir den leisten. Ich würde jetzt einfach nochmal alle Türme hier verkaufen. Dann habe ich auf jeden Fall genug Geld. Und wir haben schön einen Blick auf unseren neuen Turm. Haltet euch fest, ich bin mega gespannt. Ja, los geht's. Ach du meine Güte, was ist denn das für ein riesen Brummer da? Was schießt der? Und irgendwie... Bleiben die auf der Map immer stehen? Ab und zu, oder?
Also er schießt richtig viele Raketen, aber irgendwie verfolgen die nicht. Oder? Doch, die verfolgen schon. Eieiei. Das ist kein Doppeldecker, das ist ein Doppelbrummer. Und was ist das hier? Dafür müssten wir aber erst einmal Sachen auf der Karte sehen, damit wir das aktivieren können, oder? Ich denke, das wäre sinnvoller. Dann warten wir jetzt einfach mal, bis vielleicht irgendwas Größeres, Schwereres, Stärkeres kommt. Also die Landebasis sieht ja schon richtig cool aus, oder? Was ist denn das? Ziel festlegen? Wie gesagt, ich warte mal, bis sich's rentiert, dass ich die kleinen Flugzeuge da hole, was auch immer das bedeutet. Eine Minute, 37 Sekunden später. Oh nein, ein großes Schiff. Okay, die haben jetzt einfach nur da Bomben abgeworfen, aber warum nur da? Ich dachte, das hätte ich hierher eingestellt. So, jetzt einfach nochmal. Ah, die fliegen ja... Ah, okay. Die fliegen entlang dieser Route und werfen da Bomben ab. Und das war's. Wahrscheinlich richtig krasse Bomben, aber... Die brauchen wir ja gar nicht. Guck mal, der zerfetzt ja sowieso alles. Komm, nochmal. Ja, die bomben da alles in diesem Umfeld weg. Krass. Jetzt hatten wir einen schönen Einblick in diesen neuen, richtig krassen Flieger. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Abend. Haut rein und bis zum nächsten großen Update von Balloon Tower Defense oder einem anderen Video von mir. Cheerio!